Ja, ich bin als Callcenter-Agent tätig. Dann sagen sie, ach du Scheiße, du rufst einen dann an. Und oh Gott, wie kannst du das? Das würde ich niemals machen. Wow, das ist doch hart, das ist doch Akkordarbeit oder du verdienst doch da nichts. Gerade auch als Studierte ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Ne? Das stimmt doch hier vorne und hinten nicht und ihr seid nur Abzocker. Und deswegen gehen da die meisten mit einem ziemlichen negativen Vorteil ran. Ja, meine Mutter hat immer gesagt, oh, das machst du, du hast Musik studiert. Dass man immer denkt, dass ich ein Verbrecher bin und sage ich mal alte Leute oder sonst was irgendwas auf. Dieses Image, was man vielleicht hat, an schmuddeligen Tischen sitzt mit irgendeinem Telefon und sich Adressen aus dem Telefon heraussucht, so ist es absolut nicht. Dann kratzt das natürlich auch so ein bisschen an der Ehre. Wenn man bei den Stadtwerken anruft oder sonst was, eigentlich immer in einem Kundencenter rauskommt und mit einem Kundenberater spricht, das ist eigentlich überall ist. Zum Funktionieren der Gesellschaft unabdingbar sind. Unser Beruf ist wirklich wichtig. Also bei uns oder wahrscheinlich in allen Callcentern sind Menschen aus verschiedensten Branchen. Ich war Verlagsleiter für eine Anzeigenzeitung. Ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Soziologie und Jura studiert. Im Service für die Gastronomie gearbeitet. Jetzt Studentenjob. Ich habe mich aus Bulgarien für diesen Job beworben. Der Liebe wegen ins Ausland gegangen und in England als Butler bis in die höchsten Kreise hinaufgegangen, bis sogar zum königlichen Palast in London. Ich komme halt aus der Buchhaltung, die Leute gehen halt größtenteils zum Lachen im Keller. Ich rede halt gerne. Ich habe einen leider mittlerweile verstorbenen, bekannten holländischen Entertainer gearbeitet. Ja, meine Mutter bin ich dazu gekommen. Eine neue berufliche Heimat geboten, in der ich Kompetenz aufbauen konnte und diese Kompetenz auch jetzt einbringen kann in die tägliche Arbeit. Es ist Beratung, es ist manchmal sogar Lebenshilfe. Man muss denen ja auch irgendwo entgegenkommen, man muss für die da sein, man muss die emotional abholen. Das macht den Beruf Kundenbetreuer tatsächlich aus. Und dafür braucht man natürlich auch eine Art Lösungsorientierung, auch eine Art Empathie. Dass man in der Lage ist zu sprechen, nicht nur zu reden, sondern auch zu sprechen. Ich bin ja auch ein ziemlich aufgeweckter, fröhlicher Mensch und ich glaube, das wäre ich nicht, wenn ich einen Job hätte, wo ich überhaupt gar nicht zufrieden bin. Mich hat es in dem Fall stärker gemacht. Wenn der Kunde sich bedankt, dann bin ich glücklich. Die sind dankbar, dass wir da sind rund um die Uhr. Die machen einen vernünftigen Job, die helfen uns. Und das ist das, wo ich sage, ich mache das Richtige. Ja, das macht mich dann auch stolz, muss ich sagen. Ja. Das ist für mich so, bam, so das Nonplusultra. Also ja, das ist cool. Ich bin Kundenberater. Ich bin Kundenberater. Wir sind Kundenberaterin. Ich bin Kundenberater und das gerne.